Hallo und herzlich willkommen zu Teil 17 von Minishoot Adventures. In der letzten Folge, da sind wir in die letzten zwei Bereiche vorgedrungen, beziehungsweise in diesen Bereich da links oben. Ich nenne ihn einfach mal den Sumpf. Keine Ahnung, ob das zutreffend ist, aber das ist auf jeden Fall so grünes, so nicht grünes, braunes Wasser. Also irgendwie passt das, denke ich. So, in der Folge werden wir jetzt auf jeden Fall einige Höhlen hier noch abschließen und wir werden auf jeden Fall diese verlorene Kraft noch zurückholen, zurückerlangen. Und ich habe mich entschieden, ich möchte wissen, was da mit diesem Schlüssel passiert. Deswegen gehen wir da oben als allererstes rein. Egal, ob wir die Kraft vielleicht brauchen, das finden wir ja dann heraus. Aber das möchte ich jetzt wissen. Dafür haben wir den Schlüssel. Gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Ich habe mir auch überlegt, eigentlich ist es normalerweise. Hä? Okay, gerade habe ich gedacht, hier geht es nicht mehr rüber. Wir haben hier ja überhaupt keine Möglichkeit zu teleportieren. Brauchen wir aber auch nicht, weil es also wirklich sehr nah beieinander ist alles. Also, wir haben hier eine Karte. Wir haben hier eine Karte und von unserem Punkt im Zentrum können wir echt jeden anderen Punkt außerhalb, innerhalb von. Ja, keine Ahnung, Minuten erreichen tatsächlich. Was eigentlich echt cool ist, die Map so aufzubauen. Okay, mit denen brauche ich mich eigentlich gar nicht anlegen, aber mache ich jetzt trotzdem, wenn die schon da sind. Ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht, wenn wir einfach noch ab und zu ein paar Gegner mehr machen, dass wir ein bisschen leveln. Weil ich weiß nicht genau, ob uns das reichen wird, um alles abzugraden. Ich glaube eigentlich eher nicht tatsächlich, dass uns das reichen wird. Weil ich glaube, hier kommt echt nicht mehr so viel. Wenn ihr euch das mal anguckt, wir haben hier fast alles. Und nur hier fehlen halt ganz viele Upgrades. Aber ansonsten haben wir echt schon richtig, richtig viel. So, wir gehen hier hoch, glaube ich. Und dann einfach geradeaus und dann einfach zu diesem. Ne, hier müssen die andere Richtung. Und dann einfach zu diesem Wasserfall. Da, wo wir den Schlüssel gebraucht haben. Und da bin ich echt richtig gespannt. Richtig, richtig gespannt. Wie ging es denn darüber? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier vielleicht? Ist er da oben? Ich glaube, es war da oben. Ja. So, und jetzt bin ich gespannt. Weil das ist ja auf jeden Fall irgendwas Zusätzliches. Ich weiß noch nicht, was die beiden anderen Sachen das sind. Das in der Mitte und das auf der rechten Seite. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall den Schlüssel. Da haben wir noch nicht aufgemacht und das machen wir jetzt. Zack. Und da ist ein Loch. Ich schätze mal, da kommt schon ein richtig knackiger Gegner. Aber vielleicht gibt es dann auch eine geile Belohnung. Ich habe ja gesagt, solche weiße Ränder um die Herzen. Habe ich schon vor ein paar Folgen gesagt, so wie es bei Zelda gibt. Also ganz, zumindest bei diesem Ocarina of Time, Majora's Mask, kann man relativ spät solche weiße Ränder um die Herzen bekommen, damit kriegt man nur noch die Hälfte an Schaden. Und schaut mal, das sieht hier so aus, als würde das echt gut passen. Also da haben wir solche schwarzen Ränder momentan. Das heißt vielleicht aber auch nicht. Jetzt geht es erstmal ganz weit nach unten, schätze ich. Und es ist ziemlich dunkel. Ich bin echt gespannt. Wenn es einfach weitergeht, ohne dass irgendwas passiert. Mal in den nächsten Raum kommt. Oh, krass. Triff ein beinahe göttliches Wesen. Der Urskarabäus oder so stand da. Okay. Ist das. Oh, ist das die Stimme? Ist das die Stimme, die mit uns gesprochen hat? Kind des Kristalls, du bist gewachsen und gediehen. Ich gewähre dir mehr von meinen Kräften. Mögen sie dir nicht zum Last fallen. Okay. Mehr von den Kräften. Aber das ist dieses Wesen, oder? Gucken wir mal, was wir da jetzt kriegen für eine Belohnung. Das ist bestimmt was Fettes. Das hat uns geheilt. Und was hat es noch gemacht? Oh, das ist das oben. Entfessle bei voller Gesundheit die mächtige Kraft des Urs. Nee. Ach, Urskarabäus. Jetzt habe ich es geschafft, es zu lesen. Das sind Skarabäen und das ist der Urskarabäus. Wow.
Okay, krass. Aber das ist nur bei voller Gesundheit. Boah, aber das haut richtig rein, glaube ich. Finde ich ein cooles Upgrade. Ich finde es ein bisschen stressiger vom Schuss her, oder? Das sind die kleinen Schüsse sind ein bisschen angenehmer, also unübersichtlicher, meine ich mit stressiger. Ich glaube, wenn ich da schieße und der Gegner schießt, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr Probleme habe, da auszuweichen. Aber schauen wir uns das mal an. Aber ziemlich cool, hey. So, vielen Dank. Dafür haben wir also den Schlüssel gebraucht. Damit kommen wir oder haben wir das hier freigeschaltet. Dann bin ich auch gespannt, was es bei den anderen gibt. Was es bei diesen 8 Geistern gibt und so weiter. Okay, aber das ging sehr schnell. Ich habe eigentlich auf einen krassen Boss oder so noch gehofft. Da hoffe ich ja immer noch drauf, dass es so ein paar Alternativbosse gibt. Ich habe die Frage, wie viel Schaden macht das mehr als diese Superschüsse? Das sieht schon so aus, als würde es reinhauen, gell? So, jetzt gehen wir zur Kraft. Die haben wir doch schon geöffnet, meine ich, oder? Glaube ich. Glaube ich, genau hier. So, okay. Dann schauen wir mal. Hier werden wir auf jeden Fall kämpfen müssen. Da oben geht es dann später zurück. Oh, dieses Sliden auf dem Wasser, das ist schon echt schwer. Oh, krass, ich glaube. Hä, was war das? Ah, stimmt, wir haben ja eine gewisse Chance, dass wir keinen Schaden bekommen. Das hat jetzt aber gut gepasst, dass das gerade jetzt war. Boah, ich glaube, das macht richtig, richtig viel Schaden. Aber es hält halt nur, wenn wir volle Leben haben, gell? Das ist eigentlich gar nicht so häufig, volles Leben. Also dieses Upgrade ist zwar richtig cool, aber ist, glaube ich, nicht so, dass wir es die ganze Zeit haben. Ich glaube, das haben wir eher selten. Okay, dann müssen wir jetzt wieder durchfahren, oder? Hä? Ach so, wir brauchen alle, gell? Okay. Und kann ich da durchfahren, wie ich möchte? Oder wie muss ich das machen? Das will ich nochmal kurz testen. Wenn ich jetzt in der Mitte durchfahre, passiert gar nichts, okay. Gut, dann probieren wir es mal. Zack, so. Keine Ahnung, ob das schlau ist. Aber das ist zumindest recht durchgängig. Nein, oh, wie das nicht gereicht hat. Vielleicht von unten nach oben, aber das ist auch blöd, oder? So, zack, und dann. Testen wir mal. Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Ich glaube, ich mache direkt nochmal. Okay, das war gerade richtig dumm. Nee, ich glaube, das macht es schwerer, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Lieber so. Beziehungsweise so nicht, nee. So. Und jetzt rüber. Und jetzt so. Ja, das ist auch wieder scheiße, gell? Yes, hat trotzdem gereicht. Okay, war trotzdem besser. Okay, wir öffnen diesen Weg. Aber will ich mir den gleich angucken? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, wenn wir das jetzt schon freigeschaltet haben. Okay, da müssen wir auf jeden Fall in die Mitte und irgendwie alles anmachen. Oh shit, das ist schon. Der killt mich direkt, oder? Macht das irgendwie einen Sinn, da nach links zu gehen? Nee, gell? Hä? Ach, das ist Wasser. Ich komme hier gar nicht drüber, gell? Aber guck mal, ich kann da aufschießen. Bestimmt kann ich da von der anderen Seite rein. Und von der anderen Seite hätte ich es bestimmt nicht aufschießen können. 100 Pro. Das heißt, wenn wir da jetzt rechts lang gehen, können wir da wahrscheinlich rüber. Da müssen wir nachher die Zeit verlangsamen. Ich glaube, das ist einfacher, um den dann zu besiegen. Aha, okay. Da kommen wir wohl noch nicht durch. Dann geht es erstmal nach links. Wir haben halt nichts, um uns zu heilen. Das ist echt blöd. Wir müssen zurück, um uns zu heilen.
Ja, aber die halten jetzt schon richtig viel aus. Also ich glaube, es macht schon einen richtigen Unterschied, ob wir da mit diesen Kugeln draufschießen oder ob wir da einfach mit den normalen Schüssen draufschießen. Oh nein, das ist auch ein... Das killt mich auch direkt und ich muss hier rüber. Okay, da muss ich einfach ein bisschen drauf achten. Oh. Okay, es geht. Aber das sind echt diese One-Hit-Teile. Ein Treffer und ich bin tot. Wobei, da hätte ich wieder volles Leben, wäre auch nicht so schlimm, gell? Okay, jetzt geht's unten lang. Ja, ich glaube, das ist nicht so riesig. Das wirkt gerade nur relativ groß. Aber da gibt es, glaube ich, so ein, zwei Wege. Und die haben wir jetzt wahrscheinlich auch bald durch. Oh, da kommt ein Kampf. Aha. Nach rechts könnten wir auch einfach so. Ich meine, wir drücken einfach mal den Schalter, gucken, was passiert. Da geht's links auf. Aber wir gucken erst nach rechts. Oh, ein Skarabäus. Das ist für die letzte Fähigkeit, brauchen wir den dann. Ich glaube, dass es auch echt nicht mehr viele Skarabäen gibt. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal diese Kraft verbessern können mit drei Skarabäen. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal drei geben. Und dann haben wir bestimmt alle. Okay, Weg nach unten. Das ist ein Shortcut, schätze ich. Oder? Ja, gut, dass wir den aufgemacht haben. Vielleicht sterben wir hier. Hier kommen wir nur von der anderen Seite hin. Das heißt, es gibt keinen Weg weiter und wir müssen nach links. Nein, wie es mich trifft. Ich meine, normale Schüsse. Die halten mal echt jetzt echt einige aus mit unserem neuen Leben. Schon richtig krass, neuen Leben. Hallo, warum kommen die wieder? Ich überlege, ob ich RB einfach drücke. Ich glaube, das mache ich. Boah, shit, ich hätte nicht sagen sollen, hey, das ist so viel Leben, weil es wird immer weniger. Vier. Hier haben wir noch. Ich muss doch mal überlegen, was als nächstes kommt für ein Upgrade, was wir uns da als nächstes rauslassen. Ach Mann. Was wir uns da als nächstes holen. Also wir könnten natürlich wieder Schussrate, gell, machen wir, glaube ich. Kostet 5. Super Schussaufwertung auch. Wir haben so viele gute Sachen, wichtige Sachen eigentlich noch. Ich glaube aber, wir machen Schussrate. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht und Schussrate ist schon auch ein geiles Upgrade. So, okay, jetzt geht's nach oben. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Hier ist Zeit anhalten wahrscheinlich auch ziemlich gut. Wie weit geht. Nein, was? Ah, der geht bis ganz runter. Nein! Oh. Aber ist okay. Jetzt haben wir wieder volles Leben und können hier wieder unsere Kugeln schießen. Ich dachte irgendwie, der hört da auf und geht gar nicht ganz bis runter. Ich muss gleich nach rechts, gell, wenn ich da dann rück. Boah, ich habe echt wenig Zeit dafür. So. Ah, hier geht's direkt woanders hin. Schauen wir mal, oder? Schauen wir erstmal hier lang, ja. 5 brauche ich, gell, für die Schussrate. Kann ich da auch nach links? Ja, gell. Nee. Ah, es wird schon sehr, sehr knapp. Okay, da muss ich direkt nach oben in dieses. Boah, passt das zeitlich? Das ist gar nicht. Das ist außerhalb vom Takt, oder? Puh. Weiß gar nicht, ob das so sein sollte. Okay, hier können wir wieder dazwischen. Sehr gut. Ach. Lieber langsam machen. Ich bin direkt tot. Da können wir lieber mal eine Runde warten, würde ich sagen. Boah, das war auch knapp. Aber ich mag jetzt solche Stellen tatsächlich, muss ich sagen.
wo es dann egal ist. Also grundsätzlich finde ich, meistens sollte es schon so sein, dass ich belohnt werde dafür, dass ich mehr Herzen habe. Aber es ist okay, wenn es nicht immer so ist. Ach, shit. Was ist denn das? So, jetzt. Ne, ich glaube, das habe ich verkackt, oder? Das hat trotzdem noch gereicht. Ja, da hat man schon echt, echt viel Luft teilweise. Was wohl die letzte Belohnung ist, die letzte Kraft. Ach, was sieht das aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was es sein könnte. Aber jetzt haben wir, glaube ich, fast alles, oder? Geht's einfach durch und durch und durch. Und das, was passiert, wenn ich hier... Hier will ich nicht runter, oder? Nee. Das ist auch wieder ein Shortcut. Ah! Der Gute hier. Der gibt bestimmt ordentlich rote Münzen, ja. Okay, und jetzt kommen wir rüber zu dem Schalter. Hätten wir gar nicht aufschießen müssen vorhin. Hä? Ah, ich muss... Okay, ich muss einen anderen Weg gehen. Krass. Nein! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich... Naja, nochmal komplett außenrum. So, war es hier hoch oder was? Ne, den nächsten bin ich noch nicht hochgekommen, ne? Das war hier hoch. Voll fies, dass wir da jetzt komplett außen rum fahren müssen. Zack, hier rüber springen, hier rüber springen. Und diesen Sprung hier. Was habe ich jetzt gemacht, als ich da drauf gedrückt habe? Keine Ahnung. Es geht nur nach oben, oder? Oh, krank, Alter. Nein. What the fuck? Okay, das wird richtig, richtig heftig. Okay. Gibt es da irgendwas, was ich anders machen kann? Nee, gell? Ich muss das genauso machen. Genauso da durchflitzen. Vor allem, ich muss jetzt immer wieder ein Stück hin. Ja, gut, das ist cool, dass es hier diesen Shortcut gibt. Das war wahrscheinlich der Schalter. Ah! Okay, hey, hier gibt es hundertprozentig diesen Schutzschild oder so. Irgendwie ein Schutzschild oder dass, wenn wir dodgen, dass wir dann keinen Schaden kriegen. Das muss so sein. Boah, ich habe keine Lust darauf. Boah. So, dass wir beim Baum weiterkommen. Nein! Oh, da unten wäre es weitergegangen. Okay, das war jetzt... Ja. Das war klar, dass es kritisch werden könnte hier. Also, das sieht auf jeden Fall nicht so leicht aus. Ich fand das erste fast schlimmer hier, dass mich der von unten nicht aufholt. Da muss ich echt schnell machen, gell? Huhuhuhu. Das war wieder richtig knapp. Oh, geschafft. Ich wüsste gern, ob es da unten noch was gibt, gell? Aber ich traue mich nicht. Soll ich mir das angucken? Ist das schlau? Das ist dumm wahrscheinlich. Nee, ist dumm. Nicht jetzt. Nicht solange wir... Vielleicht können wir da einen Shortcut nochmal aufmachen oder wieder zurück. Das hier zum Beispiel. Ja, okay. Genau das meine ich. Jetzt können wir nämlich unten lang. Jetzt können wir uns angucken, ob es da tatsächlich nochmal einen Weg gibt. Hier auf jeden Fall nett, aber vielleicht da oben. Die Kamera ist hier voll komisch. Okay, gibt gar nichts. Dann komm. Sind wir so schneller. So, eins weiter und dann kommen wir bestimmt jetzt gleich in die Mitte. Da, wo wir die ganzen Fackeln anschießen können. Aber erst kommt noch ein Boss. Oh, oh. So, das gleiche noch. Ah, ne, das sind rote, gell? Aber krass, die sind auch One-Hit, oder was? Wow.
Also die Kugeln sind richtig geil. Auch hier, wie schnell ich den kaputt mache. Okay, es war, glaube ich, gut, das zu zünden. Bisschen früher zünden. So, es ist halt echt kein Problem, wenn ich schaffe, eine Weile lang hier nicht getroffen zu werden. Jawohl, kein einziger Treffer gekriegt. Nichts kassiert. Krass, die Fackeln kann ich nicht anschießen damit, aber die Wände kann ich kaputt schießen. Das ist ja auch interessant. Weiß nicht, ob ich da schnell sein muss. Ah, okay. Und jetzt geht's da die Mitte hoch. Bin ich mal gespannt, ob da noch ein Boss kommt oder ob wir jetzt gleich diese Belohnung kriegen. So, was habt ihr für mich? Was habt ihr für mich? Kommt schon. Gebt mir was Gutes. Ja, okay, da kommt noch ein Boss. Da kommt noch ein Boss. Erste Runde immer das Wichtigste, studieren. Studieren, was kann der? Ah, das sind immer die gleichen. Oh nein, mit so viel anderen, warum? Ich will keinen Treffer kassieren, ich will noch eine Weile mit meinen Kugeln schießen können. Ich glaube, das lohnt sich halt richtig, gell? Wenn wir die Kugeln auf den Reihen hauen. Ich meine schon... Ach, scheiße, das passiert. Nein. Ich meine, ich habe super Schüsse. Das ist okay. Das ist okay. Die Frage ist, ob das leicht wird, der Kampf, oder... Der ist auch jedes Mal ähnlich, oder? Der hat immer sehr ähnliche Phasen. Bin mal gespannt, wann wir die nächste Batterie finden. Wir haben da so früh so viele gefunden, dass ich dachte, hey, wir haben nach einem halben Spiel alle. Aber jetzt gibt es irgendwie keine mehr. Also, dass wir noch ein bisschen mehr Energie haben. Zwei fehlen noch, glaube ich. Oder zwei waren es. So, jetzt gib endlich einen Geist auf. Da gehen die nächste Phase. Fertig ist es ja mit Sicherheit noch nicht. Das ist eine sehr chillige Phase. Einfach wegfahren. So, jetzt. Wow. Dreht er sich nochmal? Aua. Ich weiß gar nicht, ob ich hinter den soll. Wahrscheinlich nicht. Ich bleibe einfach da. Weil in der einen Phase guckt, zielt er ja auf mich. Hier zielt er auf mich. Und dann ist er eh weg von mir. Das heißt, ich komme da ganz schnell genug hinten. Keine Chance. Einfach hier überleben. Warten, bis er sich dreht. Wir haben auch noch das mit der Zeit. Vielleicht setze ich das gleich ein, wenn er sich dreht. So. Ja, toll. Toll! Komplett gewastet. Vielleicht lieber warten sollen, gell? In der Phase wäre es nämlich geiler, deutlich geiler gewesen. Da hätte man nämlich mit ihm mitfahren können. Ah. Ja, das war nicht gut. Zum Glück haben wir noch so viel Leben. Aber also an das kann ich mich auf jeden Fall nicht erinnern. Das sind zwar die gleichen Gegner, aber die sind schon ein bisschen anders von dem, was sie machen. Zwar nicht komplett anders, aber zumindest ein bisschen. Oh, Schuss. Schaden prevented und besiegt. So, jetzt kriegen wir
kriegt man nochmal so viel, dass wir ja auf jeden Fall upgraden können, die Schussrate. Das machen wir auch. Mal gucken, wie viel das ausmacht. Das haben wir halt erst ab Stufe 3, gell? Ja, man merkt es auf jeden Fall. Man merkt einen Unterschied. Und das ist halt wirklich direkt, also das ist Schaden einfach. Das können wir direkt in Schaden umrechnen. Ja, das sieht aus wie so ein großer Geist. Ist das einer, der mir folgt oder so? Herb, ich habe gedacht, da gibt es 100 Pro was, dass wir unverwundbar bleiben. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist echt ein Geist, der uns einfach folgt. Kraft der Geister. Ja, okay, das klingt echt. Erhöht Schaden und Munition. Von mir oder vom Geist? Müssen wir gleich mal ausprobieren. Vor allem, wie setzen wir den ein? Auf X? Oha, ja, es ist echt so. Wir haben echt einen Geist, der da mitkommt. Und das können wir auch gar nicht mehr auffüllen, während der aktiv ist. Oh, krass. Der geht sogar durch die an den Türen vorbei. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den bald upgraden. Hä? Hä, da kommt, wenn ich da hingehe, dann passiert irgendwie was. Dann gibt es so eine kleine Zwischensequenz. Das ist ja komisch. Okay. Also ich meine, das ist natürlich cool. Das macht, glaube ich, schon gut Schaden auch. Aber das ist, da hätte ich mit was Coolerem gehofft. Also irgendwie keinen Schaden zu kassieren. Weil das, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich da beim Baum vorbeikomme. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie viel kostet das? 2. Stimmt, wir haben das ja schon gelesen, Kraft der Geister, gell? Das haben wir in der letzten Folge gesehen, dass dieser Kerl das als Upgrade hat. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Die Frage ist, was machen wir morgen als erstes? Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich hier diese Höhle noch irgendwie leer die fertig bekommen. Vielleicht gehen wir sogar erstmal hier hin und machen die Höhlen da, weil die sind neu für uns. Und hier auf der Seite, das hat ja irgendwie in diese Kanalisation geführt. Vielleicht gibt es ja da nochmal einen Weg in die Kanalisation. Deswegen lasst uns das auf jeden Fall als erstes machen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal weiter. Also ich denke mal, nächste Folge werden wir noch nicht in das Boss-Level gehen. Aber vielleicht in der übernächsten oder am Ende der nächsten Folge. Und dann bin ich gespannt, wie viel da noch auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.